Hallo und willkommen zurück, ihr Freunde der Sonne, hier im guten New Bordeaux mit unserem Freund Lincoln im Regen. Na super. Ja, nach einer kleinen Aufnahmepause bin ich jetzt hier und sehe nicht viel, weil es regnet. Das ist klasse. Ja, in der letzten Folge haben wir, oder war es in der vorletzten? Ich glaube, in der letzten war das sogar. Da haben wir uns unser, wie soll ich sagen, unser Schickimicki Hollow endlich zurückgeholt. Weg von der Mafia. Naja, mal sehen, was uns dann nun erwartet. Wir haben ja da so einige Ziele im Auge. Wo ist das da? Werden wir mal über die Sachen reden, die hier in New Bordeaux passieren. Ah, okay. Sachen, die, glaube ich, niemand hätte vorhersehen können. Abgesehen von meiner Wenigkeit natürlich. Da draußen scheint ein Gentleman rumzulaufen. Vielleicht hört er ja gerade zu, den die Polizei einen gewalttätigen Agitator nennt. Moment, stimmt nicht ganz. Eigentlich nennt man ihn einen gewalttätigen schwarzen Agitator. Wie unser lieber Chief Earl Wilson sagt, die Neger brauchen eine feste Hand. Und man darf keine Angst haben, diese Hand, wenn nötig, auch zu erheben. Während wir nun alle spekulieren, wer dieser Gentleman sein könnte und welche Motive er haben könnte und wie wir damit umgehen sollten, stellt keiner die offensichtliche Frage. Denn das Offensichtliche ist nie das Einfachste. Statt zu fragen, was für ein Mensch solche Gewalttaten begeht, wirft lieber einen langen Blick in den Spiegel und fragt euch, was für eine Stadt einen solchen Menschen hervorbringt. Was treibt jemanden dazu, solche Dinge zu tun? In welche Abgründe der Hoffnungslosigkeit muss man hinabgestoßen werden, bis das als einzige Antwort übrig bleibt? Wie kann diese Stadt bei einem der ihren so versagen? Bevor ihr jetzt den Kopf schüttelt, mit den Finger deutet und mir zustimmt, denkt daran, ihr könntet zum Teil mitschuld sein. Denn heute Nacht rennt da draußen ein Junge rum, dem es nicht geht. Er denkt, er kann keinen kaum, sich an niemanden wenden. Der Schaden, den er anrichtet, wird die Stadt wahrscheinlich in die Knie zwingen. Und ich habe diesem Jungen nur eins zu sagen. Hör ja nicht auf, bevor die Asche kalt ist. Hör ja nicht auf. Okay, ja, da habt ihr mal ein schönes Radiogespräch wieder mitgehört, habe ich jetzt zu früh ausgestiegen. Ja, da ging es wahrscheinlich um uns, vermute ich mal, in diesem Gespräch. Deswegen habe ich gerade mal ganz schnell so ein bisschen die Fresse gehalten. Ich hoffe, ihr konntet dem ein klein bisschen folgen, was da so erzählt wurde. Also, es wird über uns gesprochen und das ist doch ein gutes Zeichen, oder nicht? Ich weiß es noch nicht so genau, ob das so gut ist. Wir werden es auf jeden Fall noch erfahren. So, und hier sollen wir jetzt hin. Was ist denn hier los? Hast du vor, was zu kaufen? Dann musst du mit Cassandra reden. Sie meinte, du könntest Hilfe gebrauchen, vorausgesetzt du bist Emmanuel. Das hast du gesagt, Lincoln Clay. Wegen dem Gras. Habt ihr da einen fixen Ablauf? Wir fahren mit dem Boot ins Bayou, holen die Ballen und bringen sie her. Das Bayou kann recht gefährlich sein. Das ist Dixie-Mafia-Gebiet. Hast du Schiss vor den weißen Jungs frei? Haben sie deinen so betatscht, als du klein warst? Cassandra hat gar nicht erwähnt, dass du so ein charmanter Kollege bist. Das wird schon seinen Grund haben. Warst du in Haiti auch schon im Business? In meiner Heimat, da war ich ein Hugan. Ein Priester. Was weiß denn Priester vom Schmuggel? Damals habe ich kein Gras geschmuggelt, frei. Meine Ladung waren Flüchtlinge, Menschen. Ich habe sie in Sicherheit gebracht, habe sie vor Duvalier gerettet. Aber davon hast du wahrscheinlich keine Ahnung. Das ist richtig. Haben wir zwar ein Problem miteinander?
Cassandra sagt, wir sind Partner und dass zwischen uns alles cool ist. Ist das so? Kann ich noch nicht sagen. Ich auch nicht. Nette Unterhaltung. Ich kann vielleicht vergessen, was du unserem Volk angetan hast, Frey. Aber ich niemals. Vielleicht hättest du besser in Haiti bleiben sollen. Denkst du vielleicht, dass ich freiwillig weg bin? Von zu Hause? Aber ich versuche, das Beste daraus zu machen. Tun wir das nicht alle? Es sind immer noch einzelne Dixie-Mafiosi im Hollow. Kümmere dich um die Bande, wenn du Zeit hast. Diese Typen sollen verschwinden. Alles klar, kein Ding. Mache ich doch gerne. Die Dixie-Klos habe ich mich doch gerne auseinander. So, keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Durch Transportaufträge erhöhst du das Einkommen deiner Unterbosse. Dein Kickback wird dadurch höher. Ja, natürlich, macht natürlich Sinn. Erfolgreiche Transporte erhöhen die Loyalität deiner Unterbosse und du erfährst mehr über ihre Verbündeten. Geschäfte, denen du etwas lieferst, können höhere Gewinne erwirtschaften. Du kannst weiter Marcanos Organisation aufmischen oder erst Transportaufträge erledigen, um deine Brieftasche etwas zu messen. Bei ihm kommt gerade eine Lieferung heraus rein. Besorg dir ein Boot und bring sie her. Okay, jetzt muss ich erstmal checken, wie das Ganze hier funktioniert. Hallo. So, hier sind alles Leute, Freunde. Freunde der Sonne, sieht aus. Ah, kann es sein, dass das der Laden ist, den wir hier auseinandergenommen haben? Natürlich ist das der Laden. Angetan haben, Mr. Clay. Und ich werde das auch nicht. Nicht. Ich könnte natürlich jetzt auch einfach hier mit rumballern, aber ich bin mal. Lauf! Ich glaube, da will jemanden umlegen. Ah, vielleicht irgendwann mal wieder. So, wieder wegstecken. So, was ich jetzt wollte, ist auf die Karte mal eben schauen. Ich habe jetzt keine Ahnung, was ich machen soll. Was ist denn. Hä? Okay, ich schnapp mir gerade mal ein Boot. Ich habe jetzt keine Ahnung, was ich mit dem Boot dann machen soll, aber das werde ich bestimmt erfahren. So, hier vorne haben wir ein Boot. Da können wir ja gerade mal eben kurz. Upp. So. Irgendwie passiert da noch nicht sonderlich viel. Ich check das noch nicht so ganz, was ich jetzt machen soll. Kann ich hier. Ah, da ist was. Ah, gucke mal. Dirley Hollow, alles cool mit uns. Begib dich zum Schmuggler-Dock. Alles klar. Da soll ich also hin? Dann machen wir das doch glatt mal. So, aktiviert ist. Oh. Okay, so, jetzt aber Gast hier. Fahren wir mal ein bisschen Boot, würde ich sagen. Und machen uns auf den Weg zu diesem Auftrag. Ja, ich muss mich erst noch ein bisschen reinfinden in dieses Spiel. Das ein oder andere ist ja noch ein bisschen neu. Ich hoffe, ich verfahre mich jetzt nicht. Ich halte mich mal gleich möglichst links. Oh, eine Schleuse! Wow! Uiuiui! Oh, ich glaube, das war nicht so cool. Oh, keine Ahnung, ob ich hier jetzt richtig bin überhaupt, wo ich lang fahre. Aber ich fahre einfach mal hier vorne so in diese Richtung. Das wird schon etwa hinhauen, hoffe ich mal. Ja, da kommen wir zumindest. Alter, wie weit ist denn das? Gut, fahren wir erstmal, würde ich sagen, in diese Richtung. So gut wie es geht. Er scheint ein bisschen weiter weg zu sein. Hallo! Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist nicht gut. Na toll. Jetzt habe ich ein Boot aufs Dach gelegt. Ich bin ein absoluter Top-Fahrer, glaube ich. Ich schwimme mal da hinten rüber. Das sollte mir nicht so oft passieren. Wenn ich daran denke, dass wir hier in einer Gegend sind, wo Alligatoren gerne mal einen aufsuchen. Das haben wir ja in einer Mission, eigentlich in unserer ersten Mission, die wir machen durften, schon kennengelernt. Boah, Leute. Ich meckere ja nicht oft, aber so manche Sachen bei diesem Spiel sind optischer Natur eine absolute Katastrophe, mal abgesehen vom Schwimmen hier gerade. Wenn ihr gerade da auf die Rohre geachtet habt, da gibt's ja nicht mal ein Innenleben. Hätte man wenigstens ein Gitter reinmachen können, Gott sei Gott verdammt, ey.
Oh, das ist so... Naja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Jetzt müssen wir wieder ein Boot aufsuchen, weil das eine haben wir ja jetzt erstmal kaputt gemacht. Kaputinischko. Ich brauche wieder ein Boot. Kriegen wir jetzt ein Boot her. Das ist aber kacke jetzt. Ist hier irgendwo ein Boot? Da vorne ist eins. Ja, also da muss ich echt sagen, entweder müssen die dann noch nachbessern, Patches liefern, ich weiß es nicht, aber wenn ich daran denke, was wir an Videos gesehen haben, als das Spiel, bevor das Spiel released wurde, und wie es jetzt teilweise aussieht, ouch, sag ich dazu nur. So, das Boot scheint nicht ganz so schnell zu sein, aber okay, fahren wir einfach mal damit. Oh, da ist ja Mr. Alligator. Da rechts. Haben wir ja Glück gehabt, da liegt das Boot, das wir aufs Dach gelegt haben. Da ist noch ein Alligator. Also schön vorsichtig hier durch und ja, dann mal schauen, ob wir hier irgendwo ein Ziel kommen. Alter, halt das mal auf zu pissen, Alter. Das ist ja schlimm hier. Und da kommt ja ein Hurricane. Ich meine, das ist ja nichts Ungewöhnliches für diese Region, wissen wir ja. Gestern offenbar nichts vom Frieden, als sie gegen die Verhaftung einiger mutmaßlicher Drogendealer im Bezirk Haight-Ashbury protestierten. Die Aufrührer zerschlugen Fenster, legten Brände und warfen Steine auf Polizisten. Die Behörden meldeten 43 Verhaftungen als Ergebnis der Zusammenstöße. Aha, interessant. Sogar Nachrichten gibt's hier zu hören. Finde ich eine coole Sache. Ich bleib dabei, die Atmosphäre stimmt bei dem Spiel. Irgendwie schon, aber... Kann ich den Alligator nicht überfahren? Fand der nicht so gut, glaube ich. Musa. Also hier darf man echt nicht ins Wasser fallen, glaube ich. Das wäre keine gute Idee. Ich hoffe mal, dass die Kollegen... Wir haben es ja jetzt mitbekommen, dass sie noch nicht so ganz die gute Meinung über uns haben. Alter! Gegenverkehr hier auf dem Wasser. Alter, wie beschissen sieht der Himmel aus. Ey. Leckt mich doch am Arsch. Liebes Entwicklerteam. Und wieder eins überfahren. Ein Alligator der Extraklasse. So, jetzt muss ich gucken, dass ich mich hier nicht verfahre. Machen wir hier lang erst einmal und dann da vorne irgendwo links. Oh, jetzt kommen wir ins Sumpfgebiet. Hier waren wir ja schon mal für unsere allererste Mission. Alter, diese Lichtdinger, Alter, geht gar nicht. Nee. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll jetzt noch. Ich meckere ja nicht mehr weiter. Ihr seht es ja selbst. Wo die Problematik ist und komm mal hier rum. Man kann nur hoffen, dass es irgendwie durch Patches behoben wird und das Ganze dann besser aussieht. Okay, jetzt muss ich mal auf die Karte. Okay, hier fahren wir in eine Sackgasse. Einmal rückwärts, einmal drehen und dann weiter hier vorne. So. Machen die ein Wettrennen, Alter, mit ihren Bötchen da oder wie oder was? Bobötchen. Oh, fahren wir hier rum. Ich muss echt gucken, wo ich lang fahre. Okay, hier links rum. Boah. Na, hier fehlt mir echt so eine Art Navi oder die Karte müsste was größer sein da rechts, beziehungsweise weiter rausgezoomt, damit man mehr sieht. Ich muss nochmal eben schauen. Nein, nicht rechts rum, sondern hier links. Ja, allein die Fahrt dahin dauert ja schon eine halbe Ewigkeit. Und wieder ein Alligator mal gegen den Schädel gefahren. Abwechslungsreich ist ja die Welt, das muss man der Welt schon lassen. Nur mit den Lichteffekten hat es nicht ganz so. Da kennen die Spiele, da sollten sie sich vielleicht mal ein Beispiel annehmen. So, jetzt sind wir gleich da. Letzten Meter jetzt hier. Fahren wir hier rum, dann vorne rechts irgendwo. Dann müssten wir auch schon da sein. Ich hoffe mal, es kommt nicht zu einer Verfolgungsjagd. Finde ich nicht so geil. Mir fällt gerade noch was anderes ein. Au, kacke. Naja, egal. Ich kriege das schon irgendwie hin. Das Problem werdet ihr gleich sehen, wenn es zum Schusswechsel kommt.
So, irgendwo hier vorne müsste es sein. Da wären wir. Steige ins Boot. Ach, was. Ach, leck mich doch. Ich dachte, ich soll mit einem Boot hier hinfahren. Naja, gut. Nennen wir es mal Misunderstood. Okay, hier können wir nicht rein. Da ist ein Alligator, auf den muss ich aufpassen. Hier komme ich nicht hoch. Wie komme ich denn da hin zu diesem Boot? Hä? Ich will das nicht aufknacken. Ah, hier geht's. Was? Das war's doch. Moment mal. Oh, passiert was? Ach, das ist ein Gegner. Da ist was. Hallo. Ja, machen wir hier mal. Oh, da ist er ja. Oh, oh. Oh, oh. Nicht gut. Nicht gut. Oh. Waffe leer. Ich muss mal ganz kurz Waffe wechseln. Oh Mann, oh Mann. Ihr seht das Problem. Wovon ich eben kurz gesprochen habe. Kann ich hier eigentlich den... Ich mach Nachschub im Bayou. Ich mach mich schon auf den Weg zu dir. Musa. Ah, da oben. Ah, alles klar. Da können wir eben mal ganz kurz Munition nachfüllen. Oh Mann, Mann, was ein Fehl heute Morgen, ja, heute Mittag ist es eher. Okay, zeig, was du auf Lager hast. So, erstmal ganze Munition auffüllen, so, das sieht schon besser aus. Den Rest der Munition. Ruf mich an, wenn du mich brauchst. Ja, der schutzsichere Weste, die lasse ich erstmal weg. Alles klar, jetzt müsste das mit den Waffen wieder besser aussehen. Ah, viel besser, viel besser. Okay, ich hatte nicht damit gerechnet, dass das Gegner hier sind. Aber gut, hat sich die Sache erledigt. Kann ja gerade mal eben kurz hier reinschauen. Vielleicht finden wir hier irgendwas, was interessant wäre für uns, aber sieht nicht so aus. Okay, gehen wir wieder runter. Kann ja eben kurz die Kohle mitnehmen und dann sollen wir hier drüben ins Bötchen. Aufpassen, dass ich nicht ins Wasser falle. So. Fahre zur Übergabestelle. Die irgendwo hier vorne ist. Ich hoffe mal, dass ich das Boot nicht aufs Dach lege, wenn nicht so gut. Wir sind gleich über euch. Schön aufpassen. So, über uns. Ah. Und ab dafür, Paket ist zur Tür raus. Wo ist es? Ah, da hinten fällt's runter. Ah, mit der Weitsicht ist es nicht ganz so gut. So, wie hole ich das jetzt an Bord? Einfach drüber fahren oder wie? Nee. Ah, okay, okay. Ich hab's gesehen. Da unten war was. So geht's. Das Gras ist nass. Macht's trocken. Und wie? Ah, da vorne ist noch was. Ah, es sind mehrere Kisten. So, und aufnehmen. Was dafür keine Animation gibt. Nimm die Graslieferung auf. Ah, da hinten ist auch noch eine. Komische Mission irgendwie. Ah, gut. Illegales Geschäfte und so. Oh. War mir ein Vergnügen. Bis bald. Fahre zu einem Geschäft von Cassandra. Okay. Ist das egal zu welchem? Oder ja, tatsächlich ist es egal zu welchem. Da oben können wir hin. Oder halt zurück dorthin. Aber ich würde sagen, wir fahren mal hier oben hin. Und geben es da oben ab. Dann können wir noch ein bisschen was von der Welt sehen. Alter, ist das schnell, das Boot. Yay, Lincoln Clay. Einmal von vorne.
alles gemütlich. Sollen wir da nach vorne gucken, nicht, dass wir hier irgendwo gegendonnern? Wäre natürlich nicht so optimal. Soll das eine Art Leuchtturm da rechts sein? Denke mal schon. Na, jetzt sehe ich den Effekt zum Beispiel da ziemlich cool aus. Also, das ist so... Naja. Mit der Sonne funktioniert das, aber alles andere eher weniger. Entschuldigung. So. Da muss ich wohl irgendwie rein. Dahin. So, da rum. Nein, zurück. Da rein. So. Und jetzt aussteigen, oder was? Ah, okay. Fahre zu einem Geschäft von Cassandra. Okay, jetzt haben wir es umgeladen auf den Truck. Und nun sollen wir... Ah, okay. Wir mussten erst zu einer Anlegestelle. Das ist ja geil. Das hat was Cooles irgendwie. Und sind wir mit dem Laster halt zum Geschäft. Okay. Na gut, dann machen wir das. Das ist ein gutes Stückchen Weg vor uns. Finde ich aber eine coole Idee. Würde ich ganz ehrlich, das ist irgendwie geil. Dürfen wir uns halt nicht sonderlich aufmerksam oder auffällig benehmen. Ich glaube, wenn wir dann die Bullen am Hals haben, ich glaube, das ist eher weniger optimal. Ja, und hier sind jetzt wieder ein bisschen zu heftig, die Lichteffekte. Wie gesagt, die mit den Lichteffekten, da haben sie irgendwie nicht raus. Also, zumindest habe ich so die schlimme Ahnung, dass da irgendwie das nicht so ganz passt. Alter, ich sehe hier gar nichts. Oh, das war gar keine parkenden Autos. Macht doch mal alle Platz da, weg da. Ich muss hier durch. Die Leute warten auf ihr Gras. Danke. Und jetzt sind wir mal woanders in den Gebieten unterwegs. Ey. Oh, läuft hinter weiter, kein Ding. So, und hier vorne irgendwie rechts rum. Genau hier. Die Sonne von New Bordeaux. Ziemlich grell. Ich habe jetzt gar keine Ahnung, wo wir genau sind. So, wir haben einen Abhörpunkt entdeckt. Ja, den können wir irgendwann mal einnehmen, wenn ich Bock drauf habe. Jetzt bringe ich erstmal die Lieferung hier zum Laden. Ja, wie gesagt, mit den Verkehrsregeln haben sie es hier nicht so, was ich wirklich schade finde. Naja. Hat eher was von GTA als von Mafia, aber nun ja. Man kann nicht alles haben. Beziehungsweise man hätte es haben können. Nur ich glaube, da hätte das Spiel ein bisschen mehr Entwicklungszeit gebraucht vielleicht. Vielleicht wird so das eine oder andere nachgepatcht, was ich wirklich begrüßen würde. Liebe Entwickler, vielleicht hört das ja. Das wäre zumindest schön. So, wir kommen der Sache immer näher. Ganz schön lange Fahrt. War da aber nicht gerade mal so eben genommen, ey. Das war jetzt schon ein Kraftakt. Sunshine in the air. Sunshine in the air. Fahren eigentlich auch Züge? Ich habe noch nie einen Zug fahren sehen. Fällt mir gerade mal so auf. Wir sind überall Schienen, aber noch keine Züge fahren sehen. Geht die Sonne gerade unter oder geht die auf? Die geht unter, oder? Ich dachte, die geht erstmal auf. Dass wir in der Nacht, waren eigentlich in der Nacht unterwegs? Irgendwie strange. Naja, ist ja auch egal. Okay, wir sind gleich da, glaube ich. Wenn ich das richtig sehe. Okay, müssen wir rechts rum. Einmal Blinker. Und rum um die Kurve. Und dann hier links. Und dann sind wir auch gleich schon da. Da vorne sollen wir hin. Hallo. Jemand zu Hause? So. Ich steig mal aus. Graslieferung abgeschlossen. Yay! Du hast den Transportauftrag für deine Unterbosse abgeschlossen. Kümmere dich nun weiter um Marcano und seine Geschäfte oder erledige erst weitere Transportaufträge, um die Geschäftseinnahmen deiner Unterbosse zu erhöhen. Wenn du deinen Unterbossen mit Transportaufträgen hilfst, ihre Geschäfte zu erweitern, erhöhst du damit auch ihre Loyalität dir gegenüber. Außerdem können sie dann auch ihr Netz von Verbündeten erweitern und dir einen höheren Kickback auszahlen. Und da haben wir wieder einen neuen
Auftrag bei Emanuel. Alles cool mit uns, kehre zu Emanuel zurück. Okay, können wir tun, können wir machen. Wo ist denn der? Ist das Emanuel hier? Ja, das ist Emanuel, ist immer genau richtig. Das ist der Hauptauftrag. Gut, dann machen wir das mal eben hier. Wo ist er denn? Gehen wir mal zu dem zurück. Mal eben kurz was schauen. Verbündete Cassandra. Hat sich schon was getan? Oh, der Kickback hat sich deutlich erhöht. Okay. Sollten wir vielleicht öfter mal machen. Gott, vergiss nicht, was diese Wichser diesen Mord angetan haben, Mr. Clay. Tut mir leid. Und ich auch nicht. Ja, genau. So, und hier ist jetzt Emanuel. Also der Herrscher über dieses Gebiet. Vielleicht mit dem Gras? Hab's unter Kontrolle. Gut. Ich höre nämlich, dass diese Dixie Bouzin immer öfter unsere Lieferungen stören. Sie können's versuchen, solange sie wollen. Das ändert nichts. Bist du unter die Künstler gegangen? Meine Frau hat kleine Zeichnungen auf alles gekritzelt, was ihr in die Finger kam. Oft hat sie nicht einmal gemerkt, was sie da tat. Und trotzdem, jeder Strich war Perfektion. Ist sie noch in Haiti? Du bist ein bisschen leise. Ja. Sie ist dort begraben. Ah, geht doch. Wir haben alle einiges verloren. Unsere Schicksale frei. Lassen sich nicht vergleichen. Ich mache einen Neuanfang. Bieg unsere Sache wieder gerade. Und du glaubst, das geht, indem du den Tod unserer Angehörigen vergleichst? Papa Doc ließ meine Vorfoltern, um mich zu finden. Meine Kinder hat er von den Tonton Makut totschlagen lassen, um Kugeln zu sparen. Meine Frau sind von den Elektroschocks die Augen geplatzt. Meinem kleinen Jungen haben sie das Gesicht angeschlagen. Und meinem kleinen Mädchen hat den Kopf abgehauen. Sie hat nichts getan. Du und ich, Freier, wir haben nichts gemeinsam. Marcano ist ein schlechter Mensch. Gar keine Frage. Aber nur weil ein schlechter Mensch tötet, heißt das ja nicht, dass seine Opfer unschuldig sind. Bei Leuten wie uns gibt's keine Unschuld. Zumindest nicht lange. Fuck. Ich weiß nicht mal mehr, wie sich das anfühlt. Ich schon. Früher mal. Aber je mehr Blut ich an meine Hände bekomme, desto schneller verblasst dieses Bild. Aber das ist jetzt unwichtig. Im Moment zählt nur, dass wir unser Gras von der Dixie-Mafia zurückholen. Aber das ist jetzt unwichtig. Im Moment zählt nur, dass wir unser Gras von der Dixie-Mafia zurückholen. Ja. Kleine Soundprobleme hier bei dieser... Lieferung Marihuana. Hol sie und bring sie her. Es ist nicht viel wert, aber wir können alles verkaufen, was du anbringst. Ja, das ist wohl wahr. Sandra ist eine sehr starke Frau, absolut unabhängig. Aber manchmal benutzt sie das auch, um andere auf Distanz zu halten. Ja, manchmal muss man andere auch auf Distanz halten. Und das weiß die gute Cassandra wahrscheinlich auch ziemlich gut. Okay, dann gehen wir mal hier wieder raus. Aus dem Laden. Hat man hier nicht auch so ein Heile-Dingsbums? Hier, da vorne, genau. Hallo? Dann können wir da mal wieder auffüllen. So, schon besser. Und irgendwas soll über uns sein. Was ist denn... Hä? Über uns soll was sein? Muss mich verarschen. Ich gehe mal nach da oben. Ich möchte wissen, was da ist. Ach, guck mal an. Hier gibt's Kohle. Das ist aber schick. Gut, dann können wir wieder runter. Und... So. Ja. Gut, meine Freunde, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich finde, wir haben uns gut geschlagen. Es war zwar anfangs ein bisschen tricky, ein bisschen schwer zu sehen, was wir machen sollen. Wir sollen jetzt zur Dixie Mafia, das ist hier unten, das wäre unser Nebenauftrag. Ich entscheide kurzfristig, wie es nächste Folge weitergeht. Und ja, bis dahin sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Mafia 3. Haut rein und macht's gut! Euer Bussard.